Hallo, liebe Leute, und willkommen zu meinem ersten Let's Read oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe nämlich in meiner PC-CD-ROM American McGee's Alice-Hülle den Krankenbericht von Alice gefunden. Und für jeden, der sich dafür für die Hintergründe von Alice genauso interessiert wie mich, dachte ich mir, das könnte ich doch mal vorlesen, als Ausnahme statt zu spielen auch mal was vorzulesen. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Der geht vom 4. November 1864 bis zum, ich muss mal nach hinten blättern, 24. August 1874. Natürlich nicht jeden Tag, aber damit ihr so einen Umfang ungefähr habt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was in diesem Krankenbericht jetzt steht, denn es wird wahrscheinlich ja das Spiel ein wenig ergänzen, beziehungsweise erläutert ja dann vielleicht auch ein bisschen den Zwischenstand von American McGee's Alice und Alice Madness Returns. Oder einfach, ja, was passierte, während wir unser Spiel spielten, was im Hintergrund in der Wirklichkeit halt abgeht, aus der Sicht halt des Therapeuten oder, ja, des Arztes, wie auch immer. Und ich lege einfach mal los. Krankenbericht. 4. November 1864. Heute erhielt ich vom Superintendenten die Bestätigung, dass ich eine sehr bekümmerte, schwierige Patientin in meine Obhut bekommen solle. Zweifelhafte Ehre. Sie heißt Alice und die Prognose ist nicht sehr vielversprechend. Nachdem ich einen Blick in die Akte geworfen habe, wundere ich mich, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Sie liegt nun seit beinahe einem Jahr im Koma. Hätte ich sie als Patientin angenommen, wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß? 11. November 1864. Das Mädchen liegt stumm auf der Streckbank, den Kopf seltsam bandagiert und dennoch scheint sie sich mit aller Kraft ans Leben zu klammern. Ihre Verbrennungen sind in dem Jahr, das seit dem Brand vergangen ist, unerwartet gut verheilt. Aber sie weist eine tiefe, trancenähnliche Demenz auf. Es ist, als haben die Flammen die meisten ihrer Sinne mit allem anderen verschlungen. Alice zeigt auf keinerlei Reize Reaktion. Niemand passt besser in die düstere Welt dieser Krankenstation als sie. In einem unbedachten Moment sprang eine krebsbefallene Katze auf Alice, als das Mädchen hinausgetragen werden sollte. Die Pfleger erschraken, als die Katze maunzte und verloren den Halt. Das arme Mädchen fiel auf den Boden. Seltsamerweise stellte sich die Katze auf Alice, als würde sie auf ihr Territorialrecht pochen oder einen auf der Jagd erlegten Nager verteidigen. Erst als ein Pfleger sie mit einem Stock bedrohte, sprang sie in die nächste Hecke. Selbst dann duckte sich die Katze im Gebüsch. Sie richtete ihren hingebungsvollen Blick auf Alice, als hätte sie ein ganz persönliches Interesse an unseren Handlungen. Es zahlt sich aus, solche Begebenheiten wie das Auftauchen der Katze Beobachtungen zu schenken. Das habe ich über die Jahre gelernt. 21.10.73. 14. November 1864. Alles, was sie besitzt, ist ein Spielzeug, ein rußiges, abgewetztes Kaninchen mit nur einem Knopfauge, das an einem losen Faden hängt, ein Spielzeug aus ihrer unbeschwerten Kindheit. Nun wacht das Kaninchen über Alice' fortschreitende Demenz. Das Kaninchen kann als wertvolles Instrument zur Schocktherapie dienen. Das hätte ich früher erkennen sollen. 21.10.73. 8. Dezember 1864. Wenn ich ihr eine Flamme vor die Augen halte, zeugt nichts in ihrem Blick auch nur von der geringsten Reaktion. Ich klatsche neben ihrem Ohr in die Hände. Nichts. Weder ihr Sehvermögen noch ihr Gehör sind beeinträchtigt, dennoch registriert sie nichts. Das von Reverend Motte und anderen verbreiteten Gerücht, sie fühle auch nichts, weder Schmerz noch Furcht oder andere Leiden, ist weder glaubwürdig noch nett. Trotzdem ist sie weit, weit weg. 10. Dezember 1864. Obwohl sie schwach erscheint, muss sie eine äußerst robuste Konstitution haben, da sie bis jetzt überlebt hat. Ihr Fieber lässt nicht nach, ihre Atmung ist schwer und selbst nach einem Jahr bereiten ihr die massiven Verbrennungen noch so große Schmerzen. Man vermutet nicht, dass sie elend ist, so reglos, wie sie daliegt. Aber ich werde sie aus ihren Träumen aufwecken, selbst wenn die Reaktion unfreiwillig ist. Morgen werde ich beginnen, sie mit kalten Pflastern und Aderlass zu behandeln. Der Aderlass mag ihre Demenz einige Erleichterung verschaffen. Außerdem habe ich einen neuen Schockapparat, den ich an ihr ausprobieren möchte. Ich bin neugierig, wie sie darauf reagieren wird.
6. Januar 1865. In der vergangenen Nacht ist eine andere Patientin gestorben, die ich mit dem Mittel behandelt habe, das ich auch an Alice ausprobieren wollte. Ich war überzeugt, dass sich ihr Zustand mit jeder Verabreichung verbessere. Daher war diese Entwicklung sehr niederschmetternd. Vielleicht war die stärkere Mischung zu stark für ihre chronisch geschwächte Brust. Bevor ich das Serum Alice verabreiche, muss ich es noch weiter erforschen. Etwas weniger Laudanum und etwas mehr Kampfer, dann war sie noch am Leben, wäre sie noch am Leben. 13.12.73. 23. Februar 1865. Durch die Fenster meines Labors kann ich die Schwester im Garten sehen. Schwester D. führt eine Gruppe von Kindern zum Luftschnappen. Ich höre die schlurfenden Schritte auf dem Kiespfad. Ich frage mich, ob Alice jemals mit den anderen dort herumlaufen wird. Wird sie jemals ihre Sinne wiedererlangen? Oder wird sie den Rest ihrer Tage hinter diesen dicken, grauen Wänden verschanzt bleiben? Ihr derzeitiger Zustand gibt wenig Grund zur Hoffnung auf Heilung. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie in ihrem Geist unvorstellbare Wälder und Gärten durchstreifte. 27.01.74. 23. März 1865. Nichts scheint das Mädchen zu verärgern. Ich versuchte es mit Ruhigstellen, Handschellen, Beingurten und Zwangsjacken. Als Kontrast ließ ich sie Freiheit schmecken und ließ sie einige Stunden ohne Aufsicht im Garten. Aber auf nichts zeigt sie die geringste Reaktion. Ich habe noch einige Methoden in petto. Manche davon habe ich schon lange nicht mehr angewandt, aber ich habe kaum noch Hoffnung, dass irgendwas anschlagen wird. 1. April 1865. Jedes Jahr halte ich an diesem Tag inne, um 12 Uhr mittags haargenau, um über die Absurdität eines solchen Tages nachzudenken. Ist es nicht Ironie in sich, an einem solchen Tag oder einem solchen Ort Scherze zu treiben? Das Mädchen hat sich völlig abgekapselt. Wenn es möglich wäre, würde ich behaupten, Alice hätte sich noch weiter in ihre, wie europäische Psychiater es nennen, Psyche zurückgezogen. Ich probiere immer noch verschiedene Methoden aus, aber keine schlägt an. Da habe ich keinen Grund zur Hoffnung. Ich würde die Fortschritte aufzeichnen, wenn es denn welche gäbe. 7. März 1873. Nach Jahren im Koma teilt sie uns heute etwas mit einem Bild mit, einer Zeichnung von einer Art Katze, allerdings habe ich noch nie so eine Katze gesehen. Nicht einmal eine solche bizarre Zeichnung ließ uns vermuten, was in dieser Hinsicht noch auf uns zukommen sollte. 29.03.74. 10. Dezember 1873. Während Alice nach der Verabreichung ihres Beruhigungsmittels ein Nickerchen hielt, nähte Schwester D. dem Kaninchen das fehlende Auge an. Selbst nach so vielen Jahren unter geistig Verwirrten kann es mich noch erstaunen, dass eine scheinbar so triviale Handlung eine so große Wirkung erzielen kann. Alice erwachte aus ihrem Schlummer und begann hysterisch zu schluchzen. »Sprich, mein Kind! Was fehlt dir?« flehte Schwester D. »Was ist denn, Liebes?« In einem Zustand von Halbbewusstsein sprach Alice folgenden Vers. »Im Erdenbau erneut, so eilten wir des Wegs ohne Unterlass. In einem einst so schönen Garten versunken nun im Hass.« Sie weinte, und erst als Schwester D. das gerade angenähte Auge vom Kopf des Kaninchens riss, fiel Alice wieder in ihre Bewusstlosigkeit zurück. Vielleicht war es ein Fehler, sie zu wecken und diese Reaktion zu provozieren. 29.03.74. Ich weiß nicht, ob ich mich über diese Reaktion freuen soll oder ob mich die Intensität ihres Ausbruchs beruhigen soll. Eines wissen wir jedenfalls jetzt. Sie kann sprechen. 11. September 1873. Wenn sie möchte, kann sie zeichnen. Heute Morgen überraschte sie mich mit einer neuen Fantasterei. Aber was stellt ihre Zeichnung dar? Mir erscheint es wie ein Abbild eines Albtraums in der Hölle. 15. Oktober 1873. Als ich mich Alice' Zimmer näherte, hörte ich leises Lachen. Ein paar Kadetten ärgerten sie und schlugen sie mit Lederbändern. Diese Geschöpfe sind geistig auch nicht viel gesünder. Alice reagierte nicht auf ihre Neckereien und die Kadetten ließen sie nicht von meinen Tadeln beeinflussen. Wahre Hilfe findet man so selten. 18. Oktober 1873. Der Superintendent stattete uns einen Besuch ab.
Der Geruch seines parfümierten Händedrucks hängt mir immer noch in der Nase. Er besucht uns nicht oft, aber wenn, dann bleibt er immer ewig lange. Üblicherweise läuft er dann durch jeden Teil der Klinik und gibt vor, sich für diesen oder jenen Fall zu interessieren. Diesmal wollte er Alice sehen und fragte nach den Blutregeln. Als sie sich weigerte, sich zu rühren, riss der Superintendent seinen Mund weit auf und gähnte in unendlicher Langeweile. Als ich ihm ihre Zeichnung zeigte, war sein Interesse plötzlich wieder geweckt, gerade so, als hätte jemand seine fettige Hand mit einem heißen Schürhaken berührt. Er war sehr aufgeregt, als er uns verließ. 7.4.74 24. Oktober 1873. Schwester D. hat uns an der Tür gelauscht. Alice scheint unkontrollierter vor sich hin zu murmeln. Obwohl niemand versteht, was sie sagt, sind ihre Worte eindeutig an das einäugige Kaninchen gerichtet. 26. Oktober 1873. Ihr Fall ist nicht außergewöhnlich. Verglichen mit den zahllosen anderen Patienten, die in diesen Hallen hausen, ich möchte ihre Tragödie nicht verharmlosen. Die Belastung ist ausreichend, um jeden Geist unermesslich zu erschüttern. Man stelle sich nur die erbärmlichen Schreie ihrer Eltern vor, die in ihrem brennenden Schlafzimmer gefangen waren, und das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts ihres Leids. Sicherlich hat Alice diese Schreie gehört. Ich bin sicher, sie hört diese Schreie seit 10 Jahren. Ich weiß jetzt, dass ich meine Bemerkung zurücknehmen muss. Ihr Fall ist außergewöhnlich. 7.4.74 3. November 1873. Ich höre das Ticken der Uhr. Es ist bereits nach Mitternacht und plötzlich höre ich seltsame Geräusche. In der Stille der Klinik muten diese Geräusche sehr lebendig an. Alice rührt sich nicht, also lausche ich den Schreien, die mir durch Mark und Bein dringen, dem irren Stöhnen, dem unerträglichen Gemurmel und dem irren Geschwafel. Nach anfänglichen Krämpfen ist Alice' Körper nun wieder erschlafft. Wenn sie sich nicht ab und zu im Schlaf rühren würde, würde ich ihr einen Spiegel vor den Mund halten, um zu sehen, ob sie noch atmet. Es ist unmöglich zu verstehen, was sie sagt. Es hört sich an wie zu dumm, Kujum oder Bojum. Was für ein Unsinn. Ist das ein Eigenname, ein Ort oder einfach eine Beschwörungsformel im Delirium? Ich schreie ihr dieses Wort ins Ohr und steche ihr mit Nadeln in die Schultern. Sie japst, aber sie spricht nicht deutlicher. Bojum, aber wo hat sie solche Fantasien? 11.04.74 Der Trank fließt durch ihre Adern. In diesem kalten Raum zu sitzen erinnert mich an die letzte Behandlung hier. Die zerfetzte Polsterung erinnert mich an den Patienten, der glaubte, Ratten sprächen mit ihm. Sie lebten in dem Polster, behauptete er. Tatsächlich glaubte er, die Geister seiner Vorfahren seien in die Ratten gefahren. Nach dem Hirneingriff verschwanden diese Wahnvorstellungen und er konnte wieder in den Schlafsaal gebracht werden. Alice ist immer noch ruhig. 21. November 1873. Wieder treiben die Kadetten ihre bösen Späße. Sie sind es müde, Alice zu füttern und kümmern sich nun lieber um das Kaninchen und kleckern ihm Haferbrei auf das Stoffgesichtchen. Mein Verdacht hat auch bestätigt, diese Hegel sind die missratenen Neffen des Superintendenten. 13.04.74 Während sie das Stofftier fütterten, lernten die Kadetten eine grundlegende Lektion des Kliniklebens. Kehrten einem Patienten niemals den Rücken zu. Kehre einem Patienten niemals den Rücken zu, auch wenn das jetzt belehrend klingt. Wie ich erfuhr, erwachte Alice aus ihrer Bewusstlosigkeit und griff die beiden Kadetten an. Entzürnt attackierte sie mit einem Löffel. Selbst in ihrem geschwächten Zustand konnte sie ihnen tiefe Wunden zufügen. Sie führte den Löffel wie ein Schlachtermesser und stieß es in die fleischige Wange eines der Kadetten. Mitten in der Attacke richtete sie ihn gegen sich selbst, bearbeitete ihre Handgelenke und versuchte, die Venen zu öffnen. Ich nähte ihre Wunden und verband sie ordentlich. Alice leidet nun nicht mehr. Aber ob man das auch über die Kadetten sagen kann, ist fraglich. Sie ist wieder bewusstlos. Ganz gleich, was ich tue oder sage, sie zeigt keine Reaktion. 7. Dezember 1873. Wir können eine kleine Veränderung verzeichnen. Ihr Mund ist entspannt und wir können sie ohne Gewalt füttern. Wenn es Zeit ist für ihre Arznei, öffnet sie freiwillig ihren Mund, ganz als wolle sie den Trank in ihrem Bauch willkommen heißen.
Das ist kaum nennenswert, aber jeder Fortschritt zählt. 8. Dezember 1873. Eine magere Katze leckte Alice die Wange. Sie fauchte, als ich zur Tür hereintrat, und sprang auf das Fensterbrett. Sie bestand nur aus Haut und Knochen, denn sonst hätte sie unmöglich durch die Gitterstäbe gepasst. Ich konnte ein Grinsen auf ihrem räudigen Gesicht erkennen. Es ist seltsam, aber manchmal erscheint einem das Gesicht eines Tiers beinahe menschlich. Es gibt so wilde, viele Katzen im Hof. Es würde mich nicht wundern, wenn es hier mehr Katzen als Patienten gibt. Die Katze erinnert mich an die, die bei Alice Ankunft auf ihre Brust gesprungen war. Allerdings ist sie noch magerer. 26.04.74. 13. Dezember 1873. Vielleicht hat draußen etwas ihre Fantasie angeregt. Als sie wieder hereinkam, machte sie eine sonderbare Zeichnung. Wieder einmal beweist sie, dass sie mehr kann, als herumliegen und an die gelb gestrichene Decke zu starren. Bisweilen flackert in ihrer Verrücktheit der Geist eines Genies auf. 26.04.74. 15. Dezember 1873. Es ist nun 3 Tage her, dass ich das Kaninchen aus dem Zimmer entfernt habe. Alice' Schreie hallen immer lauter durch die verschlossene Tür. 25. Dezember 1873. Sie ist wieder in ihrem tranceartigen Zustand zurückgefallen, mit einem Unterschied. Ihr Mund öffnet sich sehr weit, wenn jemand das Zimmer betritt. Was auch immer sie verlangt, die Arznei oder Essen, sie kann nicht genug davon bekommen. Ich kann nicht verstehen, was sie mit ihrem ständigen »Iss mich« und »Trink mich« sagen möchte. 23.07.74. 17. April 1874. Monate sind vergangen, aber es passierte nichts. Schwester D. hat die Geduld verloren. Sie kann meine Behandlungsmethoden nicht mehr ertragen und besteht darauf, ihre eigenen anzuwenden. Sie nähte das Kaninchen zusammen und steckte es zu Alice ins Bett. 18. April 1874. Interessante Entwicklung. Alice hat das Geschenk erwidert und Schwester D. zum Dank ein Kaninchen gezeichnet, das allerdings etwas anders aussieht als ihr Kuscheltier. Meine Uhr? 10.05.74. 1. Juni 1874. Gänzlich unerwartet und erschreckend wie ein plötzlicher Blitzschlag an einem azurblauen Himmel begrüßte mich Alice heute mit einem seltsamen Grinsen. Und plötzlich begann sie, mit mir zu plaudern, als hätten wir jahrelang nichts anderes getan. Ich füge zur Beweisführung ein paar Bemerkungen an, damit ich nicht der Einzige bin, der sie kennt. Hüte dich vor schneckenheiß giftigen Speichel, wirf den Teufelswürfel weise, denn damit entscheidet sich das Spiel. Bedenke, dass der Tausendfüßler am Unterbauch empfindlich ist. Erlabe dich an den Pilzen, aber gib Acht, manche beißen zurück. Leider kann ich diese Monologe nicht wirklich als Verbesserung bezeichnen. 2. Juni 1874. Sie lebten in einer Welt voller Gewalt, Terror und Blutvergießen. Ihre Verwirrung ist so groß, so fantastisch und absurd, dass ich ihr manchmal kaum zuzuhören vermag. Sie erzählt von einem albtraumhaften Reich, in dem alles vom Untergang gezeichnet ist. Riesige Ameisen und fleischfressende Pflanzen, alles verschlingende Fische und feuerspeiende Biester bevölkern diese Welt. Die Vielfalt dieser teuflischen Kreaturen ist grenzenlos. Sie übertreffen selbst Hieronymus Boschs entsetzlichsten Triptychon in ihrer Schrecklichkeit. Es ist, als grübe ich in der Wüste nach Wasser. Nun, da das Wasser zu fließen beginnt, kann ich den Strom nicht aufhalten, aber auch die Quelle kann ich nicht finden. 7. Juni 1874. Sie öffnet sich mir immer mehr. Sie redet unentwegt vor sich hin. Ich denke, das Elixier ist nun korrekt dosiert. Bisweilen scheint sie meine Gegenwart zu fürchten, aber sie spricht dennoch weiter, als könne sie nicht anders. 8. Juni 1874. Sie verbrachte den ganzen Nachmittag damit, mir eine Geschichte von einer schrecklichen Belagerung zu erzählen. Darin kamen auch lebensgroße Schachfiguren vor. Anscheinend wurde sie von einem zyklopenhaften Bauern gejagt und geriet auf ihrer Flucht über das lebendige Schachbrett in die Finger zweier abtrünniger Türme. Wie gewöhnlich war ihre Schilderung sehr lebendig. Die Geschichte war entsetzlicher als alles, was Froissart jemals verfasste. 11. Juni 1874.
Ich war nur kurz eingenickt. Beim Erwachen sah ich, dass Alice ihre Hände befreit hatte und sich nun an meine Uhr zu schaffen machte. Vielleicht muss ich in der nächsten Sitzung Handschellen verwenden, zumindest bis sie sich ordentlich beträgt. Ich nehme ja auch ihre Stifte ab. Wir wollen sehen, ob diese Bestrafung irgendeine Reaktion hervorruft. 12. Juni 1874. Ich hätte es vorhersehen müssen. In Ermangelung ihrer Stifte verlegt sie sich aufs Dichten. Wohlan, zum Ziele streben wir dem Kampf entgegen. Mit Hasenbomb und allerlei sorg ich für freien Lauf auf allen Wegen. Ich bat sie, die Hasenbombe zu beschreiben. Klug wie sie ist, forderte sie dazu ihren Stift zurück und begann zu zeichnen. 15. Juni 1874. Bisweilen ist sie während ihrer Monologe ganz klar. Bei manchen mächtigen Worten bricht ihre Fantasiewelt wieder vollkommen über sie herein. Bei dem Wort Feuer verfällt sie verständlicherweise in grenzenlose Trauer. Ihre Worte können klar sein, aber ihre Zeichnungen zeigen keinen Fortschritt. 20.07.74. 17. Juni 1874. Alice schleuderte eine Teetasse durch den Raum. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich trinke nur mit Freunden Tee. 18. Juni 1874. Bisweilen kann sie sich sehr zivilisiert benehmen. Ein Moment darauf legt sie eine außerordentliche Boshaftigkeit an den Tag. Als Experiment habe ich ihr jegliche Arznei entzogen. Nur die hohe Dosis Laudanum erhält sie, wenn ihre Laune sehr ausartet. 25. Juni 1874. Vielleicht würde eine Behandlung mit Salzwasser ihren Geist reinigen. Sie hat wirr gesprochen und sich besonders heftig über eine Person ausgelassen, die sie als Rote Königin bezeichnet. Obgleich die Königin einen Großteil der Monologe beherrscht, weigert sich Alice, die Monarchien zu zeichnen. Ihr Zorn kennt keine Grenzen, wenn sie beschreibt, was sie der Königin antun möchte. 20.07.74. 19. Juli 1874. Während eines besonders heftigen Anfalls griff Alice eine der Schwestern an, die sie gerade badete. Sie nannte sie Herzogin. 22. Juli 1874. Aus einer Unterhaltung mit Alice. Was hast du getan, Alice? Ich war auf einer Teezeremonie, was sonst? War es eine große Feier? Oh, sehr groß, lieber Doktor. Ich fürchte nichts und bald bin ich am Ziel. 25. Juli 1874. Sie schläft in der einen Nacht sehr unruhig, in der anderen wiederum wie ein Baby. Alles ist unvorhersehbar. 27. Juli 1874. Alice hat uns einen neuen sonderbaren Reim aufgesagt. Sie quälen mich und sagen stets, ihr Tod sei mein Versagen. Ich schneide sie mir aus dem Geist mit meinem Schwert seit Tagen. 28. Juli 1874. Sie hat kürzlich von einem Ort namens Pilzwald gesprochen. Dies scheint ein Wald mit Pilzen von der Größe riesiger Bäume zu sein. Pilze und Blätter greifen nach allem, was den Wald betritt. In den vermoderten und verrotteten Schlünden verwesen Kreaturen, die hier ihr Leben ausgehaucht haben. Sie hat schon einmal ein Bild von diesem Ort gezeichnet, meine ich mich zu erinnern. 2.8.74. 10. August 1874. Es fällt mir schwer, die äußerst passive Alice mit der aggressiven, mächtigen Person in Verbindung zu bringen, die sie in ihren Träumen beschreibt. Sie beschreibt Kämpfe mit Messern und Musketen. Ihre Selbstdarstellung hat etwas von einer selbstlosen Heldin. Dies sind keine Verwirrungen, das ist kein krankhafter Wahn, aber was ist es? Welches Bild hat sie denn von sich selbst? 24.08.74. 12. August 1874. Köpft sie! Das waren heute ihre einzigen Worte. Sie erklärte sie nicht, obgleich ihr Gesicht den heftigen Zorn widerspiegelte, den sie nun im Zusammenhang mit der Hetzkönigin zur Schau trug. 13. August 1874. Ich habe alles getan, was mir eingefallen ist. Behandlungen, Arzneien, Disziplin und Vergnügen. Mit nichts erzielte ich eine Verbesserung. Alice spricht wann und worüber sie möchte. Rezitiert Gedichte mit außerordentlicher Geistesklarheit, zeichnet Bilder. Sie tut nichts auf mein Geheißen, sie ignoriert meine Anweisungen, Bitten und Aufforderungen. Sie ist sehr willensstark.
Was auch immer ich tue, sie reagiert nicht darauf. Ich muss jedoch gestehen, dass mich ihre Fantasiewelt, das Wunderland, in seinen Bann gezogen hat. Ich warte auf den Tag, an dem sie den Sieg über die Herzkönigin und ihre Schergen erringen und das Wunderland wieder ein schöner Ort sein wird. Vielleicht wird das Alice Heilung sein. Vielleicht wird sie sich so selbst heilen, ihr Gleichgewicht wiederfinden und diesen schrecklichen Ort verlassen. Manchmal erscheint sie mir so nah, an anderen Tagen wiederum ist sie so fern, dass ich fürchte, sie wird den Rest ihres Lebens hinter den dicken Mauern von Rootledge verbringen. Mit mir. 24. August 1874. Wenn du mir meine Fantasie willst rauben schon, lehr ich mit meinem Spielzeug dich den rechten Ton. I am destined to battle the Red Queen. The outcome is uncertain. Off with her head.